Jedes Jahr kämpfen die Topclubs wie Man City, Real Madrid oder der FC Bayern um Meistertitel und Pokale. Aber wäre es nicht cooler, wenn auch mal die schlechten Teams die Chance auf einen Titel hätten? Ja. Genau darum habe ich das Absteiger-Battle ins Leben gerufen. Das Konzept ist einfach. Ich habe die 15 Absteiger aus Europas Top 5 Ligen und die 3 Absteiger der zweiten Bundesliga letzte Saison auf dieser Karte zufällig verteilt. Danach wird vor jedem Spiel per Glücksrad bestimmt, welches Team angreifen muss und per Pfeil, wohin angegriffen werden muss. Die beiden ausgewählten Vereine spielen dann ein direktes Duell gegeneinander. Der Sieger bekommt dann das Gebiet des Verlierers und darf weiterhin vom Titel träumen. Der Verlierer hingegen scheidet sofort aus. Und wir wiederholen das Ganze so lange, bis am Ende nur noch ein Team übrig ist, das mit dem goldenen Fabiano-Pokal als bester Absteiger der Welt ausgezeichnet wird. Wir fackeln nicht lang rum, drehen das Glücksrad für den ersten Angreifer und sehen mit der Hertha direkt ein deutsches Team. Wohin wird aber der Angriff geführt? Nach leicht oben links. Dort wartet Auxerre. 60 Minuten lang passierte in dem Spiel nichts. Dann Florian Niederlechner mit dem Schuss, aber Auxerre-Keeper Leon mit einer Weltklasse-Parade. Es folgt der Eckball der Hertha. Oder auch nicht. Hallo? Ah, jetzt kommt endlich ein Hertha-Spieler. Der Eckball brachte wenigstens auch Gefahr. Müsiane spektakulär per Flugkopfball und wieder Leon im Tor. Danach noch ein Eckball. Kämpf mit dem Kopf. Leon war dieses Mal geschlagen, aber ein Auxerre-Verteidiger stand dafür auf der Linie. Goldrichtig. Die Hertha wollte frischen Wind in die Partie bringen, wechselte Prewliak für Tabakovic ein. Der sollte noch wichtig werden. 90. Minute, letzte Chance noch vielleicht für die Hertha. Dardai dribbelt, findet mit Ake Prewliak und der haut ihn rein. Als Konsequenz muss der Kollege jetzt auch das Spielfeld verlassen, denn wir spielen heute im Survival-Mode. So wird dieses Battle nochmal spannender. Aber nicht mehr im ersten Spiel, denn das wurde soeben abgepfiffen. Die Hertha gewinnt das erste Battle, schnappt sich das Gebiet von Auxerre und außerdem noch Innenverteidiger Hubal. Denn das ist die zweite wichtige Regel in diesem Video. Für den Sieger jedes Battles gibt's als Belohnung noch einen Spieler vom Gegner. Und diese Belohnung gibt's vielleicht ja jetzt dann auch für Elche, denn die sind der nächste Angreifer. Und angegriffen wird nach rechts gegen Sampdoria, Genua. Jo, und sieht gut aus. 7. Minute und Elche sichert sich die frühe Führung. Sampdoria-Trainer Andrea Pirlo gefällt das gar nicht. Aber die Italiener nutzten die Überzahl nach dem Gegentor langsam aus. Kurz vor der Pause packte Elche-Keeper Edgar Badia aber diese überragende Parade aus. Das nenne ich mal einen Reflex. Selbes Spiel im zweiten Durchgang. Dieses Mal jedoch auf der anderen Seite. Morente schießt aus 7 Metern. Stankovic pariert aber überragend und hält Genua im Spiel. Dort hat Ricky die nächste gute Chance, scheitert aber in der ersten Aktion am Torwart und im zweiten Versuch daran, dass er lieber 25 dämliche Übersteiger macht, anstatt einfach aufs Tor zu schießen. Und das rächte sich. Elche wechselte in Minute 91 Alex Fabers ein und der knipste direkt mit seinem ersten Ballkontakt das 2:0. Deckel drauf, Elche besiegt Genua, übernimmt deren Gebiet und bekommt mit Fabio Borini einen 77er Flügelspieler dazu. Sheesh, der Kerl ist jetzt der zweitbeste Spieler im Kader von Elche und mit der Startelf und dem starken Keeper könnten die hier heute durchaus einer der Geheimfavoriten sein. Aber dafür muss noch vieles passieren und in diesem Video erwarten dich noch spannende Matches, lustige Fail-Momente und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung. Wer weiß, Spiel 3 könnte schon einiges davon bereithalten, denn mit dem SV Sandhausen greift nicht nur ein deutsches Team an, sondern der Pfeil zeigt auch straight nach oben und dort ist Schalke der Gegner. Das muss man erstmal realisieren. Das muss man wirklich erstmal realisieren. Genauso wie das sich Schalke schwer tat. Wir sind schon in der 81. Minute, da könnte man über einen Elfmeter für Schalke diskutieren. Jetzt seid ihr gefragt, was ist eure Meinung als Schiedsrichter? War das ein Foul? Schreibt jetzt entweder ja Foul oder nein kein Foul unten in die Kommentare. Und ihr seht's an den Stats, in dem Spiel passierte rein gar nichts. 120 Minuten und 0,0 Expected Goals bei beiden Teams. Da wär's spannender gewesen, Farbe beim Trocknen zuzusehen. Dafür war das Elferschießen umso spannender. Terodde und Mühling trafen jeweils, doch Karaman verschoss direkt für Schalke. Walla Krise! Otto traf dann wieder für Sandhausen und Oedraogo zitterte den Ball für Schalke ins Tor. Jetzt Maciejewski, der macht einen nervösen Eindruck und Müller hat die Murmel. Kalasch machte den nächsten für Schalke rein und Sandhausen sollte die Nerven verlieren. Stolze, schwach geschossen, wieder Müller. Oh, und jetzt heißt zurückbleiben. Paul Seguin hat die Entscheidung am Fuß. Mach ihn rein, Paul. Huch, das war knapp, aber Schalke packt. Sie bekommen das Gebiet der Sandhäuser dazu und mit Ruven Hennings noch einen guten Elfmeterschuss. Das könnte vielleicht später noch wichtig werden. Jetzt ist aber der nächste Spin am Glücksrad erstmal wichtig und wir sehen mit der Hertha auf jeden Fall,
wieder ein deutsches Team. Und vielleicht gibt's direkt nochmal ein rein deutsches Duell. Und tatsächlich, Pfeil geht nach links unten gegen Regensburg. Regensburg. Okay, dann eben Regensburg. Und die Regensburger kamen gut rein. Knaus mit dem ersten Abschluss. Aber Glanzparade von Gersbeck. Kurze Zeit später der Fehler von Hertha-Captain Leistner. Wieder Knaus mit dem Abschluss. Doch wieder hält Gersbeck sein Tor sauber. Ein sehr spannendes Spiel. Da war alles dabei in der Anfangsphase. Und dann passierte bis zur 120. Minute nichts mehr. Wir sehen also das nächste Elfmeterschießen, bei dem sowohl Hut als auch Rehse direkt verwandelten. Doch dann begann der Albtraum der Regensburger. Geipel und Faber scheiterten an Gersbeck. Bei der Hertha trafen die nächsten drei Spieler souverän. Und Regensburg hatte enormen Druck. Schönfelder verschießt er, ist der SSV Jahn raus und Gersbeck hat auch den. Süd, da lässt er sich als Herthas Hero feiern. Und das darf er natürlich auch. Die Berliner bekommen ein nettes Gebet dazu und dazu noch Salah als Transfer. Wir gehen wieder zum Glücksrad und das gibt's doch nicht. Wieder Schalke aus Deutschland als Angreifer. Dieses Mal nach links gegen SCO Angers. Und die Franzosen haben direkt die erste Chance. Puh. Kopfball geht knapp drüber. Jetzt aber der Konter von Schalke. Polter mit dem Kopf. Bro, was eine Glanzparade von Fofana. Und der sollte auch weiterhin Angers bester Mann sein. Lieferte starke Paraden gegen Polter, Drexler und Karaman. Doch da fehlte doch noch ein Schalke-Stürmer. Oder etwa nicht. Das weiß auch Thomas Ovejan und denkt sich, nach der Ecke macht's der Terodde schon. Naja, mal gucken. Ovejan, kurze Variante auf Tempelmann. Kann der den Ball gefährlich vors Tor bringen? Der kommt gut auf Terodde. Und der ist drin. Schalke führt. Ah, Terodde ist einfach der Schalke-Goat. Aber leider muss er jetzt nach dem Tor ja vom Platz runter. Wir springen rein in die Schlussphase. Angers drückte auf den Ausgleich. Marius Müller hielt aber mit zwei starken Paraden die Schalker Führung fest. Nahm dann ganz entspannt Zeit von der Uhr. Und Schalke brachte den knappen 1:0 Vorsprung über die Ziellinie. Dafür gibt's als Belohnung natürlich wieder ein neues Gebiet und auch einen Transfer. Zerhard fürs rechte Mittelfeld. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es der Kollege nicht Zerhard auf Schalke hat. Versteht ihr? Ja. Der war nicht wirklich gut, der Joke. Ja, das ist richtig. Gehen wir lieber zurück zum Glücksrad und dem nächsten Angreifer. Leeds United. Puh, und jetzt wird's knifflig, Freunde. Denn der Pfeil geht nach unten rechts. Und ist das jetzt Ajaco oder Valladolidas Gegner? Keine Ahnung, Digga. Ich hab dann einfach eine Münze geworfen und die hat gesagt Valladolid. Und Freunde, Gott sei Dank hat sie das gesagt. Denn sonst wird das hier niemals passiert. Escudero kommt über außen, bringt die Flanke und da ist Perez mit dem Volley. Oh mein Gott, what the hell? Als ob Rechtsverteidiger Luis Perez, der Kerl hat 29 Volleys und haut hier so ein Tor des Jahres raus. Bam! Und dann kriegt er auch noch die Eckfahne weg. Finde ich fast ein bisschen schade, dass er jetzt vom Platz muss, aber das hat er sich verdient. Von Leeds kam im ersten Durchgang wenig. Ein Schuss von James, aber keine Gefahr für Masip im Tor. Wir springen in die zweite Halbzeit. Valladolid wollte die Vorentscheidung. Monchu scheiterte aber am Keeper. Und Sylla setzte einen Kopfball ganz knapp neben das Tor. Leeds läuft aber die Zeit davon. Schön langsam muss der Ausgleich her. Ampadu! Der zweite Traumvolley in dem Spiel bringt den Ausgleich für die Engländer. Plötzlich kippte das Spiel. Leeds bekam noch Chancen auf den Siegtreffer. Doch Torwart Masip war dreimal für sein Team zur Stelle. Die Partie ging in die Verlängerung, doch Leeds nahm den Schwung richtig gut mit. Rutter traf in Minute 100 zur Führung und in der 115. machte Knonto nach einem Sprint über das halbe Feld den Deckel drauf. Endstand 3:1 für Leeds United, die das Gebiet von Valladolid und den 75er Monchu fürs zentrale Mittelfeld bekommen. Und was Leeds United auch noch bekommt, ist laut Glücksrad den nächsten Angriff. Dieses Mal nach oben links wieder gegen ein spanisches Team, Elche. Es ging heiß her in dem Spiel. Leeds Neuzugang Monchu direkt mit der Sense, gab aber nur gelb. Ähnlich glücklich in der zweiten Halbzeit dann Plano von Elche. Auch für seine Sense von hinten gab's nur gelb. Und es war dann auch schon die 88. Spielminute. Gelingt einem Team hier noch der Plucky Punch. Jorginho Rutter mit dem Schuss für Leeds trifft die Latte. Aber Aktion ist noch heiß. Spence kommt an die Kugel, spielt den Ball in die Mitte. Daniel James, 4 Sekunden vor Schluss. Das muss der Sieg für Leeds sein. Genau so ist es auch. Leeds gewinnt 1:0, bekommt das nächste Gebiet dazu und mit Edgar Badia auch noch einen 79er Torwart. Der ist ein +4 Upgrade zu Miss Lear und mit der Startelf ist Leeds auch safe. Ein Titelkandidat. Das gilt vielleicht ja jetzt auch für Barca. Also, Espanyol Barcelona, nicht
den FC Barcelona. Denn die greifen nach unten gegen Southampton an. Wir sehen schon wieder Spanien gegen England. Dieses Mal machten aber die Engländer den besseren Eindruck. Kamen zig Male gefährlich vors Tor, aber die Kugel wollte einfach nicht reingehen. Zu Beginn von Hälfte 2, dann plötzlich die Chance für Southampton. Doch ein überragender Reflex von Pacheco verhinderte den Rückstand. Dann kam wieder Espanyol. Pere Mia scheiterte noch knapp. Beim Schuss von Martin Braithwaite in Minute 84 war schließlich auch Keeper Bazzuno ohne Chance. Espanyol wollte den Sieg unbedingt, verteidigte die Führung mit viel Herz, warf sich in jeden Ball und brachte das 1:0. Über die Zeit. Kyle Walker-Peters wechselt zu den Spaniern. Auch die haben einen richtig starken Kader. Und oben im Norden ein stattliches Gebiet. Das würde sicher auch Spezia gern haben. Aber die Italiener haben es direkt schwer. Müssen nach unten rechts angreifen. Und da wartet halt das beste Team. Leicester City. Und die können hier auch gleich in Führung gehen. Schuss geblockt. Ball kommt aber zu Yunus und der verschießt aufs leere Tor? Tatsächlich, Freunde. Drakowski hält den ersten Schuss mit seinen Nüssen und Yunus haut den 10 Meter vom leeren Tor einfach drüber. Den hätte ja sogar ich gemacht. Okay, ja, vielleicht hätte ich ihn verballert, aber ich bin ja auch Torwart. Die Foxes wirkten daraufhin verunsichert. Spezia traute sich mit dem ersten Abschluss, doch war dann selber dumm und holte sich eine völlig unnötige rote Karte ab. Trotzdem konnte Leicester auch die Überzahl nicht nutzen. In der Verlängerung hatte Spezia kurz vor Schluss nochmal zwei Halbchancen, doch am Ende blieb's beim 0:0. Dem nächsten Elfmeterschießen. Aber aufpassen, Freunde, es wird wild. Denn vom Elfmeterpunkt wurden plötzlich alle Spieler zu Prime CR7, hatten Nerven aus Stahl und so gingen die ersten 14 Elfmeter alle rein. Ndidi, Elfmeter Nummer 15, irgendwer muss doch verschießen! Und es ist Ndidi. Oh, durchatmen. Das ist die Chance für Spezia. Trifft Casata. Haut Spezia den Top-Favoriten raus und er versenkt ihn tatsächlich. Das ist wirklich eine faustdicke Überraschung. Spezia gönnt sich das neue Gebiet und Jamie Vardy is having a party. Ab jetzt bei Spezia. Und apropos Party. Eine solche Party will jetzt auch Angreifer Arminia Bielefeld schmeißen. Puh, ja, wird aber knifflig. Es geht nach oben. Gegen Leeds. Bielefeld machte seine Sache aber erstaunlich gut. Leeds hatte nur eine gefährliche Chance in 120 Minuten und wieder entstand 0:0. Tja, an den Ergebnissen merkt man halt, hier spielen heute nur Absteiger gegeneinander. Aber egal, gibt's mehr Spannung im Elfmeterschießen. Dieses Mal waren es zwar nicht 14 Treffer in Serie, doch die ersten 7 Schützen trafen auch alle wieder. Dann war es leider Sarin Rinbase, der für Bielefeld verschoss und Struik machte für Leeds United den Deckel. Und auch wenn sie Leeds das Gebiet und Vereinsikone Fabian Klos schenken müssen, so hat sich die Arminia in diesem Battle wirklich wacker geschlagen. Das trifft jetzt hoffentlich auch auf Schalke zu. Für die Königsblauen geht's nach rechts gegen Ajaccio. Und die Franzosen hatten einen besseren Start. Marius Müller konnte aber zweimal mit Paraden glänzen. Dann kam Schalke. Karaman auf Drexler. Drexler auf Terodde. Terodde. Und Tor. Schalke ruhte sich aber nicht auf der Führung aus, drückte weiter. Ovejan und Polter scheiterten jeweils knapp. Das gab Ajaccio noch die Chance auf den Ausgleich. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Ajaccio noch mit der Chance, Latte. Oh, mein Herz. Aber es reichte am Ende. Knapper 1:0 Sieg für Schalke. Oder sollte ich besser sagen, ein knapper, knappen Sieg? Versteht ihr? Weil der Spitzname von Schalke die Knappen ist. Wurscht. Wichtig ist eigentlich nur das neue Gebiet für Schalke und Canot als Transfer für die Innenverteidigung. Noch wichtiger ist aber der nächste Spin am Glücksrad. Espanyol Barcelona greift wieder an. Und zwar nach unten rechts gegen Troje. Das können wir schnell machen. Edo Exposito, der Mann, der wie ein Zauberspruch aus Harry Potter klingt, haut den ersten Longshot knapp vorbei. Der zweite Versuch ist aber ein Traum. Golazo. Und Teamkollege Olivian macht kurz vor Schluss mit dem 2:0. Dann alles klar. Neues Gebiet und neuer Spieler Chavalerin für Barca klar gemacht. Jetzt wird's aber noch Glücksrad richtig interesting, denn Cremonese greift an. Der letzte Verein, der bisher noch kein Spiel in diesem Battle gemacht hat. Jetzt geht's aber ab. Unten rechts versus Leeds. Die holen sich auch direkt nach 20 Minuten die Lead. Die Jungs aus Leeds. Und ich sing für euch ein Lied. Bin am Born, so wie Schalke 04. 04. Sü. Okay. Cremonese ließ das aber überraschend kalt. Okereke wenig später mit dem schönen Ausgleichstreffer. Es ging munter hin und her in dem Spiel. Kurz vor der Pause war es aber wieder Daniel James für Leeds mit dem 2:1. Cremonese kam im zweiten Durchgang nochmal. Leeds-Torwart Badia hielt die Führung aber fest und am Ende so auch den Knopf.
knappen 2:1. Vasquez kommt als neuer Spieler für die Zehnerposition und das Gebiet von Leeds wächst weiter. Wenn auch dieses Mal nur ein kleines bisschen. So, es wird ernst, Freunde. 5 Mannschaften sind noch am Glücksrad vertreten und Spezia heißt unser nächster Angreifer. Für die Italiener geht's nach unten links im Duell mit der Berliner Hertha. Eckball und direkt die erste Chance für Spezia, aber was für ein Reflex von Gersbeck. Bockstark. Gersbeck hielt auch in der nächsten Aktion unglaublich gegen Werde. Doch, was war eigentlich mit der Hertha los? Naja, bis auf dieses mickrige Schüsschen ging gar nichts. Die Partie ging in die Verlängerung. Es sah lange nach Elfmeterschießen aus. Doch in Minute 113 war es Daniele Werde mit dem Hammer. Dieses Mal war Gersbeck im Tor jedoch chancenlos. Spezia siegt mit 1:0, schnappt sich Fabian Rehse und natürlich das große Gebiet der Hertha. Damit sind jetzt noch 4 Vereine am Start. Schalke aus Deutschland, Leeds aus England, Espanyol Barcelona aus Spanien und Spezia aus Italien. Nur die Franzosen, die haben kein Team mehr am Start. Echt super. Bleibt die Frage, wird Spezia noch länger am Start bleiben? Sie führen nämlich auch den nächsten Angriff. Der Pfeil zeigt jetzt nach rechts. Leeds United wird also angegriffen. Doch entgegen aller Erwartungen dominierte Spezia auch diese Partie. Kam zu einigen guten Abschlüssen. Leeds hingegen kam nur einmal gefährlich vors Tor, konnte aber ebenfalls nicht treffen. Die Engländer hatten in dieser Situation aber dann auch noch Glück. Dieses harte Foul von Spence wurde nur mit Gelb bestraft. Da hatte der Schiri wohl Tomaten auf den Augen. Apropos Tomaten auf den Augen, hatte auch EA beim Erstellen der Matchstatistiken diese Einblendung so: Leeds ist total überlegen. Die Live-Statistik zeigt aber mal komplett was anderes. EA, was ist denn los mit euch? Und was ist los mit Leeds? Nächstes Foul kurz vor Schluss, dieses Mal aber die glattrote Karte für Monchu. In der Verlängerung konnte Spezia die Überzahl jedoch nicht nutzen. Das nächste Elfmeterschießen steht also am Programm. Doch plötzlich flatterten die Nerven bei Spezia. Ekdal verschoss und weil alle anderen Spieler trafen, hatte Bandinelli Druck. Den trifft er nicht, ist der Traum für Spezia geplatzt. Yep. Und so ist es. Jamie Vardy wechselt zurück nach England. Leeds United hat einen brutalen Kader und mit Abstand das fetteste Gebiet. Die Spannung steigt. Wer führt den vorletzten Angriff in diesem Video? Espanyol, Barcelona. Aber wohin? Unten oder rechts? Nach rechts. Schalke. Und Espanyol erwischt den besseren Start. Flanke kommt gut, aber die Parade ist noch besser. Holy moly, wie kratzt sich Marius Müller die Murmel denn bitte? Auch in Halbzeit 2 war Müller mit der nächsten Glanzparade zur Stelle. Aber nicht nur mit einer, es folgte noch die zweite und sogar die dritte Heldentat. Apropos Heldentat, Puado mit dem unnötigen Foul an Obejan. Rote Karte, eine Heldentat von ihm. Nur halt für Schalke. Echt super. Es ging in die Verlängerung, doch auch dort passierte nichts mehr. Es musste das bereits 6. Elfmeterschießen in diesem Battle die Entscheidung bringen. Und Schalke-Torwart Müller, der wirkt hochfokussiert. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Schalke startet, Polter trifft. Braithwaite für Espanyol. Oh, in die Mitte. Jetzt Simon Terodde und auch der haut ihn rein. Bisher alle Schützen getroffen. Melamed, Müller hat ihn. Wichtig. Vorteil für Schalke. Ferhat, mach ihn rein. Oh, okay, der verballert. Bare kann jetzt wieder ausgleichen für Espanyol. Tut er auch. Oh Gott, das ist mir zu viel Druck. Seguin, der hat vorhin schon mal getroffen und auch jetzt. Sanchez. Der Druck, ich seh's, Müller, spring doch! Wir sind im Sudden Death. Canot, komm, hau ihn rein, in die Mitte! Der springt an den Pfosten und raus, das glaub ich nicht. Bitte, und Marius Müller, du musst uns jetzt retten gegen Olivion! Er springt nicht. Und Espanyol haut Barca raus. Moment, was? Ich meinte, Espanyol haut Schalke raus. Meine Schalker müssen also das Gebiet an Espanyol Barcelona abgeben. Und noch schlimmer, auch Simon Terodde. Und wir müssen realisieren, dass das Finale im Absteiger-Battle Espanyol gegen Leeds lautet und Leeds auch der letzte Angreifer ist. Anpfiff zum Absteiger-Battle-Finale. Barca hatte die ersten beiden Chancen. Leeds-Torwart Badia war aber hellwach und zweimal zur Stelle. Von Leeds war hingegen wenig zu sehen und wir sind schon in der 72. Minute. Daniel James geht jetzt vielleicht was, spielt den Pass durch auf Vardy, der ist nicht im Abseits und knallt die Führung für Leeds rein. Das könnte die Entscheidung sein. Aber noch war nicht Schluss. Espanyol hatte noch die eine letzte Chance. Braithwaite, wenn, dann muss das Tor jetzt fallen. Mit dem Schuss. Aber an Edgar Badia gibt's heute einfach kein Vorbeikommen. Und dann war tatsächlich Schluss. Riesiger Jubel bei Leeds United, die das letzte Gebiet einnehmen und sich Absteiger Battle Champion nennen dürfen. Heieiei, was für eine spannende Reise. Und hier habe ich dir übrigens schon das nächste spannende Battle-Video rausgesucht. Also einfach draufklicken und wir sehen uns gleich dort wieder. Ich freue mich auf dich.